Ja, herzlich willkommen, liebe Magic-Gemeinde. Hier sind wir mal wieder, die Miracle Keepers mit Makon und Evil Manic Eye. Wie schon angekündigt, wollten wir euch ja die Intro-Packs von neuem Hauptset vorstellen. In dem Fall haben wir hier den starken Auftritt, dass wir jetzt gleich gemeinsam mit euch öffnen wollen und ein bisschen durchleuchten, was das Deck so alles spielt, beziehungsweise warum es das spielt, wie ist denn die Synergie. Ja, jeder kennt wahrscheinlich die Intro-Packs, aber nur mal kurz dazu gesagt, es sind 60 Karten im Deck. Darunter ist eine Premium-Karte, die ist auch immer vorne drauf. Und in dem Fall ist das der wandelbare Täuscher. So gesehen, so eine Art Klon, hatten wir schon ein paar Mal gehabt in Magic. Und es sind noch zwei Booster-Packungen drin, eben vom neuen Hauptset. Eine Strategiehilfe und eine Referenzkarte. Ja, wir werden das jetzt gemeinsam aufmachen und schauen mal, wie das ganze Deck hier aufgebaut ist. Schon lange her. Sind wir mal gespannt, oder? Wir werden dann auch gemeinsam die Boosters öffnen, oder Makon? Ja, auf alle Fälle, und schauen, wie wir am besten die Decks verbessern könnten, ob da dementsprechende Karten drinnen sind, die uns im den Intro-Pack schon helfen würden, um ein bisschen aufzuwerten und verbesserungswürdig eventuell zu machen. Genau, also hier haben wir das ganze Päckchen, was drinnen ist. Nochmal die Strategiehilfe, mache ich jetzt nicht auf. Hat ja, glaube ich, jeder schon mittlerweile 10.000 Mal gesehen. Genau, und hier die zwei Booster-Packs, mit denen man jetzt, wenn man eigentlich das Intro-Pack gekauft hat, sofort ein bisschen aufbessern kann, falls man das Richtige zieht. Was wir jetzt aber in dem Fall nicht machen, sondern wir machen es nur auf, so zu sehen, was alles drin ist. Gut, hier ist nochmal so ein Spielguide drin, so eine kleine Kurzanleitung. Dann werden wir erstmal die Länder hier wechseln. Also das Deck hier, der starke Auftritt, spielt hier blau und grün. Vermutlich grün, um ein bisschen zu rampen, also sprich schneller die Mana Base hochzujagen. Und blau, um ein bisschen Kontroll hier reinzubringen. Dann gehen wir gleich zu den Kreaturen und nachher zu den Zaubersprüchen. Genau. Gut, hier haben wir erstmal den wandelbaren Täuscher, also er kann eben eine Kopie einer beliebigen Kreatur, die du kontrollierst, ins Spiel bringen, außer dass er noch dazu hat, eben zwei Mana und zwei blaue Mana und zwei beliebige, dass er diese Kreatur zurück auf die Hand des Besitzers zurückbringt. Ja, das heißt, wie gesagt, ich kann nur den Klon von einer Kreatur, die ich kontrolliere, werden lassen. Man wird dann gleich sehen, warum das Ganze hier mit drin ist. Und zwar durch diesen Sturmtief Leviathan. Der ist mit 8 Mana relativ hoch angesetzt, aber er hat Inseltarnung und wenn er ins Spiel kommt, werden alle Länder zusätzlich zu den sonstigen Typen Inseln und Kreaturen ohne Flugfähigkeit, ohne Inseltarnung, können nicht angreifen. Das heißt, wenn der erstmal liegt, kann normalerweise der Gegner, es sei denn, er spielt auch Inseltarnung oder Flugkreaturen, überhaupt nicht mehr angreifen. Also im Prinzip eigentlich schon fast der Finisher oder zumindest einer von zielbringenden Kreaturenkarten, was wir in den Deck sehen werden. Eigentlich wird es ja eigentlich hauptsächlich auf den Finisher von Leviathan alles hindrehen, dass wir den so schnell wie möglich rausbringen und natürlich den Gegner wahrscheinlich ein bisschen unter Kontrolle bringen, bis er natürlich draußen ist. Genau, und deswegen auch der wandelbare Täuscher. Ich halte ihn nochmal vor die Kamera hier. Den könnte man hier als Kopie machen und falls... Man muss ja immer mit Removals im Spiel rechnen, also wie Banished Light oder irgendein Destroy-Spruch auf die Kreatur. So könnte ich den Klon zumindest, wenn ich 4 Mana übrig habe, wieder zurück auf die Hand bringen und damit wieder zu einer Kreatur werden lassen, zu dieser. Ja. Gut, das erstmal der. Dann haben wir hier den geflüchteten Zauberer. Ein Mana kostet so ein kurzer Blocker oder ein. Genau, einfach ein bisschen vielleicht am Anfang ein bisschen Tempo reinzubringen, vielleicht den Gegner schon am Anfang ein bisschen unter Druck zu setzen. Ist ja auch nicht so schlecht. Ein blaues Mana, 1-1, kann man gleich mal in der ersten Runde vielleicht rausbringen. Genau. Und einfach mal ein bisschen den Gegner vielleicht ein bisschen Druck geben. Ist zwar keine starke Kreatur, aber es reicht damit, dass man am Anfang auch schon mal vielleicht Druck ausüben kann. Sehe ich genauso. Meistens wird halt immer ein bisschen aggro-lastiger gespielt, eben weil wenn ich rein nur blau mit solchen Kreaturen spiele, die wie hier der Leviathan mit 8 Mana, werde ich wahrscheinlich überrennt werden auf Dauer.
Wahrscheinlich, ja. Ich werde zumindest nicht so lang genug durchhalten, dass ich den Leviathan rausbringen werde. Genau. Dann haben wir hier den Forschungsassistenten mit 2 Mannen 1-3er, bietet natürlich mit 3 Widerstandskraft absolut einen guten Blocker für den Anfang, und 2 Mana ist jetzt absolut nicht teuer. Was man dann machen kann, ist noch eben Mana ausgeben und ihn tappen, dann kann ich eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Also wie gesagt, die Bedingung ist, danach eine Karte abzuwerfen. Das heißt, ich habe ein bisschen Filter und ein bisschen Kartenvorteil. Genau, also ich kann mich eventuell entscheiden, ziehe eine gute nach, passt, entscheide mich auf andere Karten, wirf sie ab, ziehe eine blöde Karte nach, wirf ich natürlich die gleich ab, weil was bringt mir die, wenn ich eine bessere in der Hand habe? Zum Beispiel, wenn man schon so viele Länder hat, bringt es eigentlich nichts. Man braucht vielleicht gerade den passenden Removal oder die passende Kreatur oder den passenden Counter auf der Hand. Dann würde ich natürlich alles andere abwerfen. Gut, dann haben wir den Runenklauenberg mit 2 Mana an 2-2er, bietet eben auch ein bisschen, um am Anfang auch trotzdem Druck aufs Board zu legen. Also passt meiner Meinung nach. Passt auch mit 2-mal auch super, genau, also mit 2-2er super Kreatur, auch als Blocker. Genau. Dann haben wir den Satyr Pfadfinder mit 2 Mana an 1-1er. Er hat eigentlich nicht die primäre Aufgabe, hier Schaden auszuteilen, sondern eher, dass ich hier die obersten 4 Karten der Bibliothek aufdecke, also ich wirklich herzeige und davon eine Länderkarte auf die Hand nehmen kann und den Rest auf den Friedhof. Ja. Soll den Vorteil bringen, wie es halt grün halt so ist, dass ich hier rampe, dass ich halt schnell genügend Länder rausbringe, eben um so teure Sprüche wie diesen Sturmtief Leviathan auch schnell spielen zu können. Ist absolut, glaube ich, hier notwendig auch, weil 8 Mana zu kriegen dauert sonst im Normalfall einfach wesentlich zu lange. Mhm. Ja klar, es gehen zwar Kreaturen, vielleicht auch Zaubersprüche in den Friedhof, aber wir sehen dann, was dann noch dazu kommt. Ist hier 2-mal gesetzt. Die Korallenbarriere mit 3 Mana, eine Mauer, ein Verteidiger mit 1-3. Wenn sie ins Spiel kommt, ist sowas wie eigentlich der Masters of the Waves, falls das jemand kennt, er bringt sofort einen 1-1er blauen Kalmar-Kreaturenspielstein mit Inseltarnung ins Spiel. Das heißt, die Kreatur kann nicht geblockt werden, solange der Verteidigungsspieler eine Insel kontrolliert. Ist wieder ein Vorteil mit Leviathan, wie wir vorher gesehen haben. Wenn wir den draußen haben, kriegen wir sowieso im Prinzip alle Länder auf Inseln. Somit haben wir eigentlich die ja schon wieder mit Inseltarnung ausgestattet. So, die ist auch 2-mal drinnen, genau. Hier. Ist aber, muss ich dazu sagen, sehr gut, dass die 2-mal drinnen ist, weil erstens ist es relativ günstig, sage ich einmal, und ich habe eigentlich 2 Kreaturen gleich draußen. Genau so ist es. Einmal einen Verteidiger mit einem guten Verteidigungswert und gleichzeitig ein 1-1, also es ist zumindest, oder einen weiteren Blocker eben, wenn ich hier ein bisschen Druck wegnehmen muss von Bord. Gut, da zum Ende von der Deck-Spotlight hier werden wir nochmal überlegen, gemeinsam mit euch, was man vielleicht öfter spielen könnte oder was vielleicht hier raus kann. Genau. Der Frostluchs mit 3 Mana an 2-2er. Wenn er ins Spiel kommt, tappe ich eine Kreatur meiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Diese Kreatur tappt nicht während des nächsten Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Also wirklich nur einmalig, dass er nicht enttappt, aber er nimmt das Tempo auch weg. Hier kann ich große Bieter vom Gegner schnell mal wegtappen und habe zumindest eine Runde lang hier die Möglichkeit, länger den Druck aus dem Feld zu nehmen. Also beim Lux geht es hauptsächlich nur darum, um Zeit zu gewinnen. Mehr, glaube ich, hat die Fähigkeit nicht zum Bieten. Genau, so sehe ich das genauso. Dann haben wir hier eine ankommende illusorische Engel mit 3 Mana und 4-4er Bieter. Also der kann schon meiner Meinung nach was. Also 3 Mana und 4-4 ist immer schon mal nicht schlecht. Aber er hat natürlich ein bisschen Nachteil, weil normalerweise kostet der mindestens 4 Mana so einen Spruch. Er ist fliegend, noch dazu, also da müsste man normalerweise im Fall von so einer Kreatur 5 Mana mindestens rechnen. Nur ich kann ihn ja nur wirken, falls ich in diesem Zug bereits mindestens einen anderen Zauberspruch gewirkt habe. Also egal, ob das jetzt irgendeine Kreatur war oder irgendein Zauberspruch, sobald ich den gesprochen habe, kann ich den aussprechen. Das heißt, gepaart mit einem günstigen Spruch kann ich den ziemlich schnell auch wirken. Mhm. Man könnte das Deck auch drum ein bisschen herumbauen, sage ich jetzt mal. Da wiederum, also da geht es jetzt rein nur um einen Spruch, da wiederum kann man jetzt hingreifen wieder mit der einen blauen Mana-Kreatur, was nur ein Mana kostet, kann ich schon wieder kombinieren, weil ich schon wieder einen Zauberspruch wirke und dann kann ich den Engel natürlich gleich rausknallen.
Habe genau. ich maximal 4 Mana gezahlt, das geht super von der Mana-Kurven her. Und habe gleich einen 4-4er Schlagkräftigen. Zum Beispiel hier, wenn ich jetzt denke, Quicken, ich weiß nicht, ob den Zauberspruch jemand kennt, das ist kostet ein blaues Mana, bietet eben einen Kartenvorteil, ich kann eine Karte ziehen und jeder andere Spruch hat wie Flash, also jeder Sorcery kann wie ein Instant-Spruch, also wie ein Spontanzauber gesprochen werden. Da könnte ich sofort mit 4 Mana eine 4-4er fliegende Kreatur raushauen. Also das macht schon was her, meiner Meinung nach. Ja. Gut, dann haben wir hier die invasive Spezies mit 3 Mana, ein 3-3er Bieter. Wenn er ins Spiel kommt, bringe eine andere bleibende Karte, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Mhm. Also das heißt, wirklich unsere Karte oder wenn uns einer eine Karte geklaut hat, bringe ich die auch wieder zurück auf die Hand. Also man kann es immer ein bisschen zweiseitig sehen. Manche sagen, ja, wieso, dann habe ich eine Kreatur weniger oben. Ist schon richtig, aber es gibt Kreaturen mit Enter the Battlefield-Fähigkeit. Also sprich, wenn er ins Spiel kommt, löst er irgendwas aus, genauso wie das wir vorhin schon gesehen haben, dass er eben zum Beispiel eine gegnerische Kreatur tappt. Dann könnte ich diese Fähigkeit wieder mal benutzen. Mhm. Und ich trinke mit 3 Mana einen 3-3er-Bitter mit einer zusätzlichen Fähigkeit genau. absolut in Ordnung. Also im Prinzip tausche ich eigentlich in dem Fall, wie es der Lux ist, spiele die Kreatur aus, habe eigentlich zwar Kreatur verloren, habe aber den Lux wieder auf die Hand und könnte theoretisch nächste Runde einen großen Bitter vom Gegner wieder tappen lassen, der was wiederum in seiner Phase wieder nicht enttappt wird. Also von denen hat schon Kombinations. Genau, also ich finde, die Synergie ist zu sehen, also in dem genau. generellen Deckaufbau ist zum Sehen. Gut, dann haben wir hier die Weise der Renautierung mit 3 Mana an 2-1er. Wenn er ins Spiel kommt, kannst du ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl zerstören. Das ist, wie gesagt, hier die Synergie eindeutig. Es wird ja, man merkt so bei M15, ziemlich viel mit Artefakten gespielt werden. Verzauberungen sind sowieso generell viel momentan im Umlauf. Im aktuellen T2, mhm. weil Banished Light ist zum Beispiel genauso eine Verzauberung, mit dem könnte ich diese exilte Karte wieder zurückernten und es gibt etliche Verzauberungen, oder jeder kennt diese Piffing Needle, also wenn ich halt genau. Fähigkeiten stopp, dann kann ich das Artefakt schnell mit der Kreatur zerstören. Seit dem Theros Block sind relativ viele Verzauberungen im Spiel, genau. von denen er was wiederum die Karten sehr mächtig macht, weil Banished Light wird sehr viel gespielt und es tut irrsinnig weh, wenn einer von den Schlüsselfiguren einfach in Exil geschickt wird. Genau, so ist es. Und mit dem bringe ich die einfach wieder zurück, sofort ins Spielfeld auch, muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, absolut ein super, sage ich mal, Removal für ein Artefakt mhm. oder eine Verzauberung und gepaart mit der invasiven Spezies absolut spitze, weil ich den eigentlich zweimal dann verwenden genau. kann, dieselbe Kreatur. Genau. Ist auch zweimal gesetzt. Also wir gehen dann eh später in, was ich vielleicht öfter setzen würde oder auch Markum hier setzen würde. Gut, dann haben wir hier das brüllende Primadox mit 4 Mana ankamen 4-4er. Und zu Beginn unseres Versorgungsmoments bringe ich auch eine Kreatur, die ich kontrolliere, wieder zurück auf die Hand. Gut, ist jetzt vielleicht zu viel des Guten. Er ist zwar mit 4-4 absolut stark, aber er hat leider keine Eile. Also das heißt, ich spiele ihn aus und muss nächste Runde sowieso eine Kreatur wieder mhm. hochbringen. Es sollte im passenden Moment eingesetzt sein. Also ob er jetzt wirklich notwendig ist, würde ich eher bezweifeln. Aber wäre zum Beispiel sicher schon mal eine Karte, die ich vielleicht hier nicht spielen würde, wenn ich es mhm. jetzt verbessern möchte. Aber trotzdem Synergie wieder da, eben mit den eben Enter den Battlefield-Fähigkeiten, also absolut gegeben. Die Schamanin des Frühlings mit 4 Mana einen 2-2er. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Also Kartenvorteil ist ja immer wichtig, das wissen wir. Kann ich natürlich hier im Blau natürlich leicht einbauen mit Divination. Da kann ich eben 2 Karten ziehen. Mhm. Also den Kartenvorteil auf Grün umzulegen macht zwar Sinn, aber würde ich eher auf Blau legen. Also ich würde die Karte eher rauslassen mhm. und mit 4 Mana besser. Es ist dreimal drin, also ich habe hier absolut Platz für bessere Karten. Aber kann man durchaus hier jetzt im Intro-Pack spielen und auch drinnen lassen. Gut, dann haben wir hier den Capsumer Drachenflosser mit 6 Mana. Und doch auch wieder ein relativ teurer Spruch, aber er hat 3-3 und ist fliegend. Und immer wenn er oder eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle entspielt, tappe ich wieder eine Kreatur deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert. Somit nehme ich eigentlich effektiv Blocker raus. Das heißt, ich kann
angreifen und Blocker wegnehmen. Also sie enttappen schon im nächsten Enttappsegment. Das ist wirklich nur rein, um Blocker hier rauszubringen. Beziehungsweise habe ich einfach hier einen fliegenden 3-3er. Wie gesagt, wenn nämlich erstmal der Sturmtief Leviathan draußen ist, kann ich ja selbst auch nur mit flugfähigen Kreaturen oder Kreaturen mit Inseltarnung angreifen. Mhm. Also passt auch, dass der noch drin ist, gehört meiner Meinung nach zum Part der Finisher, mit 6 Mann auch relativ hoch. Klar, man könnte eine andere Krake noch spielen, aber wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal hier auf diese Deckkarten ein, die drin sind. Die fleischfressende Moosbestie mit 6 Mana, Zusatzfähigkeit eben bei 7 Mana, dass er eine +1/+1 Marke draufkriegt, hat eine 4-5er Verteidigung. Also meiner Meinung nach zu teuer. Mhm, auf jeden Fall. Und passt von der Synergie her hier nicht rein, weil wir doch schauen wollen, dass der Leviathan aufs Spielfeld kommt. Und mit 6 Mana gibt es eindeutig bessere Sachen. Ja. Gut, das waren jetzt erstmal die Kreaturen. Jetzt kommen wir ja zu den Zaubersprüchen und da haben wir hier Negieren, natürlich absolut ein Standard-Counterspruch, eben eine Nicht-Kreatur-Zauberspruch meiner Wahl. Kommt aufs Meta davon oder auf das Gegendeck, also wie gesagt, ich kann ja keine Kreaturen countern, sondern nur eben ein Banished Light oder irgendein Removal, ja, oder ein Kartenverteil. Also das Problem ist bei DI seit momentan, dass derzeit für Akkus-Deck, kann man im Prinzip jetzt sagen, sehr viele Akku-Decks im Umgang sind, wo sehr genau wenig so ist, mit ja. Zauberkarten hantiert wird. Also, sie hat halt einen negativen Beigeschmack, weil man momentan noch nicht sehr viel den Nutzen darin sieht, weil halt derzeit wenig Spells genau gespielt werden. Wird aber sicherlich wieder Thema. Also genau. Generell, alle Countersprüche sind immer wieder zu brauchen. Sie werden auch immer wieder nochmals gedruckt. Also nie weglegen, braucht man immer wieder. Mhm. Aus der Realität lösen haben wir mit 2 Mana eben einen Spontanzauber, wo ich eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere, und eine Kreatur, die mein Gegner kontrolliert, auf die Hand des Besitzers zurückbringe. Also ganz brauchbar, in individuellen Situationen einsetzbar, also sprich auch beim Attackieren kann ich hier meine Kreatur doch noch schützen, wenn irgendwas ins Spiel kommt mit Flash oder irgendwas, man weiß ja nie, wie der Gegner reagiert. Es gibt ja da verschiedenste Methoden. Ich kann aber auch blocken, Schaden verhindern und somit die Kreatur wieder zurück auf die Hand bringen und eine andere angreifende Kreatur auch auf die Hand zurückbringen. Genau. Also absolut taktische Karte und mit 2 Mana absolut berechtigt, gerade meiner Meinung nach. Gerade mit Kreaturen, was wir jetzt mit Fähigkeiten haben, wenn sie ins Spiel kommen, kann ich mal wieder zurück auf die Hand zurückbringen und gleichzeitig haben vielleicht dann teure Karten zusätzlich auf die Hand zurückschicken. Genau, also auf jeden Fall sehr gut. Würde sogar vielleicht statt Negieren vielleicht ein drittes Mal drinnen, weil das Negieren eher mal, genau, ja, negativer ist als wie die Karten auf alle Fälle. Ist im Prinzip ein Bounce-Spruch, der halt eine eigene Kreatur auch zurück. Also es verlangsamt uns schon ein bisschen. Es gibt andere Bounce-Sprüche auch noch, aber hier für den Anfang absolut dreimal mindestens zu setzen, ja, meiner Meinung nach. Ja. Verfroschen mit 2 Mana und Spontanzauber. Super Karte, ich finde die einfach irsinnig witzig, da muss ich echt dazu sagen. Ich habe sogar gerade erst vor kurzem gegen eines gespielt, aber das war der bessere Spruch mit 3 Mana, ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, wo alle Kreaturen eine 1-1er werden. Also muss sagen, hier kann man einen Gegner wirklich ein bisschen blöd dastehen lassen, denn eine Kreatur verliert alle seine Fähigkeiten und wird zu einem blauen Frosch eben mit 1-1. Wäre natürlich super, wenn hier jetzt rot gespielt wäre, noch dazu, dann könnte ich den mit einem einfachen Magna-Jet oder irgendwas einfach wegbringen. Mhm. Aber es reicht schon, 1-1, wir nehmen da einen Gegner, wir überraschen ihn sehr gut eigentlich. Es gibt sehr viele Situationen, gerade nehmen wir wirklich Agro-Decks her momentan, also wenn wir jetzt Devotion Green hernehmen, da stehen Kreaturen vor gegenüber, die was sehr hohe Angriffswerte haben. Und gerade mit der Verfroschung kann man einem noch einen kleinen i-Tüpfelchen geben, weil es geht nichts Schöneres, als wir eine fette Kreatur auf 1-1er machen und dann vielleicht mit unserer 2-2er Kreatur noch totblocken. Wegzublocken, genau. Also das muss man schon dazu sagen, absolut brauchbar. Würde ich auch mindestens vielleicht 2-3 Mal hier reintun. Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir hier den Absturz. Mit 2 Mana an Spontanzauber zerstört eine fliegende Kreatur deiner Wahl. Ist sehr meta-abhängig und gegnerabhängig. Klar, jetzt hier ein Removal gegen fliegende Kreaturen macht schon Synergie hier beim Deck.
eben damit man absolut alle Kreaturen vom Gegner wegbringt. Aber es ist halt die Frage, wie viel spielt jemand fliegende Kreaturen? Also momentan Kreaturen. Würde eher die Karten aus Sideboard genau. empfinden. Also jetzt momentan würde ich sagen, hier haben wir Verkrusten, absolut spitzen Spruch meiner Meinung nach. Also das ist eine Verzauberungsaura und ein Artefakt oder eine Kreatur eben kann ich damit verzaubern, wo ich sagen kann, diese enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers und ihre aktivierten Fähigkeiten können nicht aktiviert werden. Also für mich absolut ein Ding, fast schon wie die Peeping Needle. Also würde ich unbedingt hier zweimal zumindest drinnen haben, einfach um lästige Kreaturen wegzubringen, weil wenn er einmal angreift, enttappt sie einfach nicht mehr. Genau. Also absolut guter Spruch, ja. In die Lehre kennen wir schon, glaube ich, aus M12, M13, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, mit 4 Mana bringe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Also Bounce-Spruch gleich mit 4 Mana, aber zumindest gleich 2 Kreaturen, absolut brauchbar meiner Meinung nach, weil es nicht heißt, meine Kreaturen. Also hier kann ich Angreifer rausnehmen, warten, bis der Gegner Mana ausgegeben hat, vielleicht sogar einen Auraspruch draufgelegt hat. Wenn ich den dann hochschicke, verliert er den Auraspruch, der fällt wieder zurück in Friedhof. Also absolut taktische Karte, zweimal passt. Einziger Nachteil, dass es halt eine Hexerei ist, genau. Kein Instant ist. Genau, auf das bin ich. Danke, Marco. Ich sage einmal, nichts Schöneres, vielleicht, wenn man eine kleine Strategie hat oder etc. Man hat vielleicht ein paar kleine Kreaturen übrig, nimmt er 2 Kreaturen weg. Genau. Von denen er vielleicht hat das ausgerüstet, ja, wobei das Ausrüstungszauberkarten momentan noch nicht so aktuell sind. Aber man könnte den Weg schon ordentlich freiräumen für einen eigenen Angriff. Genau so ist. Und wie gesagt, würde ich hier auch nicht öfters wie zweimal spielen. Also mit 4 Mana, man soll ja auf die Mana-Kurve trotzdem ein bisschen achten. Meteorit, ein Artefakt mit 5 Mana. Wenn er ins Spiel kommt, fügt er einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl 2 Schadenspunkte zu und erhöht unseren Mana-Vorrat um ein Mana einer beliebigen Farbe. Würde ich in dem Fall hier wirklich gleich rauswerfen. Ist zu teuer, bringt zu wenig meiner Meinung nach. Die letzten 2 Schadenspunkte drücken wir in dem Fall sicherlich nie so rein. Also, und das Mana-Problem haben wir hier wahrscheinlich von der Farbe her nicht, dass ich jetzt unbedingt hier Carlos Glut wäre. Also ich würde ihn jetzt nicht unbedingt spielen. Wieder aufstocken mit 5 Mana ist die letzte Hexerei hier in diesem Deck. Bring 2 Karten deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück, schicke wieder aufstocken ins Exil. Ist eine Hexerei mit 5 Mana relativ teuer, sollte wahrscheinlich hier als Synergie gedacht sein für eben den Satyr Pfadfinder, der uns ja, sagt, wenn es blöd hergeht, sogar 4 Karten in den Friedhof mildt oder gegen andere Mildex könnte es durchaus brauchbar sein. Weiß nicht, ob man es jetzt hier unbedingt spielen muss. Würde ich wahrscheinlich auch rausgeben. Gut. Ja, und wahrscheinlich, falls der Gegner irgendwie eine Möglichkeit hat, dass er da die schlagkräftigen Kreaturen Leviathan und den zweiten, ich glaube den 4-4er fliegend, falls der irgendwie am Friedhof landen sollte, dass man da die Möglichkeit hätte, dann nochmal zurück können, weil ohne die wird das Deck wahrscheinlich fast nicht durchhalten. Genau so ist es. Gut, aber dann gehen wir jetzt gleich einmal nur ein, was wir unserer Meinung nach hier öfter spielen oder weniger oft, auch die Anzahl. Also wir haben jetzt gesehen, auch was das Deck besteht, außer den Ländern natürlich. Und dann werden wir einen kurzen Break machen und die Booster Packs dann aufmachen. Dazu. Genau. Gut, den wandelbaren Täuscher, wie gesagt, ich würde ihn jetzt persönlich wahrscheinlich hier nicht unbedingt spielen, einfach aufgrund der Karten, die sonst spielbar sind, aber man könnte ihn durchaus einmal zumindest drin lassen, den Leviathan mindestens zweimal meiner Meinung nach als einfach Finisher. Genau, weil sonst würde es einfach zu lange dauern, bis ich ihn ziehe. Den Zauberer könnte ich theoretisch auch öfter spielen, dass ich schnell rauskomme, würde ich aber wahrscheinlich nicht mal. Ihn würde ich wahrscheinlich sogar dreimal spielen, damit ich hier ein bisschen mehr Kartenvorteil erwirtschaften kann. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da ist aber ein M15-Core mit der blauen Karten, wo ich 2 Karten ziehe, eventuell vielleicht günstiger. Genau, also da ist, könnte man eventuell den überlegen rauszutun und vielleicht doch den Zauberspruch reintun, das ist ja einfach genau. So. Weil so könnte er doch, er kostet 2 beliebiges, ein blaues Mana, wenn wir jetzt hingehen bei den hinteren. Genau, und dann zahle ich nur zusätzlich 3 beliebiges, ein blaues Mana, muss ihn tappen und ziehe eine Karte. Kannst zwar immer wieder
auslösen. So ist es, aber ich finde, dass da die Zauberkarten, was jetzt in einem 15-Kart drinnen ist, wesentlich vorteilhaft ist, mit zwei Karten ziehen. Gut, also wie gesagt, ich würde jetzt die zwei jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, aber den Rundenplan kann man ruhig viermal spielen, einfach um ein bisschen einen Blocker am Anfang zu haben. Den Pfadfinder würde ich jetzt auch nicht öfter spielen, weil wir sonst einfach ein bisschen zu viel Karten millen. Den Verteidiger könnte man durchaus hier viermal spielen. Mhm, auf jeden Fall. Am Anfang eben, ja. Den Frostlux würde ich hier belassen, meiner Meinung nach. Den Engel, oder willst du ja... Also Lux würde ich bei zwei belassen, weil man doch die Möglichkeit hat, öfters einmal auf die Hand zurückzuschicken. Genau. Den Engel, da bin ich ein bisschen... Ich bin skeptisch, ja, also vom Spielen her. Ob er jetzt in dem Deck wirklich Sinn macht. Es ist zwar eine nette Geste. Na, wenn dann nur, wenn ich hier billige Zaubersprüche habe. Also Quicken zum Beispiel wäre ja super von dem her. Aber der rotiert jetzt auch bald raus aus dem Standard. Also ist ja, glaube ich, M14 gewesen. Gut, die Spezies mit Insekt, also eben, wo ich eine Kreatur, eine andere Bleibendkarte, die ich kontrolliere, auf die Hand zurückschicke, würde ich vielleicht eben dreimal spielen zumindest, damit ich hier ein bisschen Synergie bringe. Wir wollen ja doch den, wo ist er denn jetzt? Jetzt finde ich ihn nicht. Ah ja, hier ist er eh schon. Wo ich ja im Prinzip sage, den Weisen der Renautierung, dass ich den öfter spiele. Also den würde ich hier unbedingt trotzdem erstmal viermal setzen oder zumindest den Sideboard einmal oder zweimal reinsetzen. Einfach zu eventuell flexibel. Genau. Aber man muss damit rechnen, im M15er-Core, dass jetzt absolut mehr Artefakte gespielt werden. Ja, Brüllendes Primadox hat mir schon gesagt, würde ich hier wahrscheinlich eher gar nicht spielen, weil er mir einfach zu viele Kreaturen wegbringt. Genau. Man sieht schon, man kann durchaus mit anderen Karten wieder aufstocken, weil genug Platz kommt. Ja. Die Schamanin als Kartenvorteil würde ich jetzt erstmal so belassen. Einfach jetzt zum einfachen Verbessern würde ich hier nicht mehr spielen. Ich kriege eine Karte mehr, ist ja nicht schlecht, von dem her, also Kartenvorteil ist gegeben. Und gerade in dem Deck enorm wichtig. Genau. Bei ihm haben wir gesagt, er ist ein bisschen teuer als Finisher, also ich würde ihn hier nicht spielen. Ich habe gesagt, lieber den Leviathan zweimal und lieber eine andere Kreatur mit weniger Kosten, von dem her. Ist ja aber jetzt zweimal drin. Also wir haben hier, Mana-Kurve ist relativ hoch, man muss ja schon aufpassen. Wie gesagt, ihn würde ich auf alle Fälle rauslegen. Ja, er tut einfach zu wenig. Er tut einfach Für plus 1 Marke nur. Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, er kriegt vielleicht 3 oder 4 Marken dazu, dann hätte man gesagt, okay, aber für eine allein fast zu. Ja. Gut, wie gesagt, bei den Instants haben wir schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, brauchen wir, glaube ich, nicht näher einzugehen. Ja, das ist, wie gesagt, dieses Intro-Back. Jetzt machen wir ein kurzes Break, machen dann die Booster auf, die hier dabei sind, können auch kurz schauen, mit was man etwas verbessern hätte können. Also wir werden hier gleich mal zuschalten, was man dazu packen könnte. Und wir werden dieses Deck sowieso, so wie es jetzt ist, so wie out of the box, also ohne Booster irgendwie aufgebessert, auch demnächst gegen ein anderes Intro-Pack, das wir auch noch vorstellen werden, antreten lassen. Genau, um rein nur euch zu demonstrieren, wie sind die Spielmechaniken, weil jetzt von Kartenerklärung her ist jetzt oft schwierig, wie wirklich die Funktionen oder die Strategie dahinter ist. Und bei einem netten Gameplay aus Best of 3, würde ich sagen, sieht man das wunderschön, was für ein Deck hat, vielleicht mehr Potenzial und ja. Okay, gut, ja, dann bis gleich. Ja. So, dann, wie versprochen, machen wir erstmal hier die zwei Boosters auf, die was hier im Intro-Pack drin waren. Und schauen, was uns hier erwartet. Was haben wir hier? Einen Soldaten und ein König Basic Land. Gut, da haben wir hier die Krallenbarriere mit 3 Mana an 1-3er. Verteidiger kann man hier eigentlich schon einbauen. Ja. Haben wir ja schon gesehen. Passt eigentlich schon zum Aufwerten. Genau. Dreifachgeister mit 6 Mana einberufen. Kann eben den Spruch ein bisschen schneller wirken. Bringe 3 1-1er weiße Geistkreaturen Spielsteine mit Flugfähigkeit. Das spielt absolut für ein Agro-Deck interessant, sage ich jetzt mal, oder ein Token-Deck. Und jetzt kommt die Karten, was ich vorher gemeint habe. Genau, also zieh.
Das ist die Divination, so sage ich halt auf Englisch, weiß sie auf Deutsch teilweise gar nicht. Ja, Weissagung, ziehe zwei Karten, würde ich hier. Die zwei Karten kann man eigentlich absolut schon einbauen. Feuerwand, das ist ein Verteidiger, passt hier nicht ins Deckkonzept, aber ist eine super Karte, meiner Meinung nach, mit drei Mana. Ein guter Verteidiger, der sogar Schaden austeilen kann und somit beim Blocken durchaus Kreaturen wegbringt. Gekennzeichnet durch Ehre mit vier Mana. Eine Verzauberungsaura verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur erhält +2/+2 und hat Wachsamkeit. Bewohner des Schmelzenweges mit einem Mana, ein roter Spruch. Wenn eine rote Kreatur ins Spiel kommt unter meiner Kontrolle, erhält er +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Hier nicht brauchbar. Der Runenclownbär haben wir ja schon drin gehabt. Könnte man hier auch schon wieder reinsetzen. Mhm. Also das Boosterpack passt schon gut, ja, auch nicht zum Intro-Pack. Drei Karten haben wir auf jeden Fall schon. Genau, die kann man durchaus hier gleich einsetzen. Blutpakt mit 7 Mana, gut, hat einberufen. Fügt einer Kreatur oder einen Spieler meiner Wahl 4 Schadenspunkte zu und ich erhalte 4 Lebenspunkte dazu. Braucht man hier in dem Fall nicht. Der Satyr Pfadfinder haben wir schon gesehen, kann ich auch schon einsetzen. Also wenn das kein abgestimmtes Booster ist. Ja. Die Arscreme mit 3 Mana, ein fliegender Zombie, 2/2er kommt aber halt getappt ins Spiel. Notfallhilfe mit 4 Mana bringt zu Beginn jedes Versorgungssegments, falls ich im letzten Zug Lebenspunkte verloren habe, einen 1/1er weißen Soldatenkreaturstein ins Spiel. In die Leere kennen wir auch schon. Also es ist wie verhext. Ja, also 4 Karten hier in einem Booster, was ich spielen kann. Ja, ein Stab, okay, ich habe schon mal gesagt, Stäbe interessieren mich eigentlich nicht wirklich, aber im Prinzip, man könnte es theoretisch sogar reinbauen hier, immer wenn du einen blauen Zauberspruch wirkst oder eine Insel unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhalte ich einen Lebenspunkt dazu. Könnte ich spielen, just for fun, aber ist jetzt wirklich keine Karte, die ich spiele, ja. Würde ich eher so in ein Blessing-Deck spielen oder irgendwas, ja, also wo nur Uncommons und drei Uncommons dabei sind und der Rest nur mit Commons. Also, ja, und hier haben wir ein Painland. Da hat uns Wisse dann Streich gespielt. Also wenn ich, muss ich sagen, ein komplettes Booster-Pack würde ich natürlich sofort einfach, genau so ist es. Also hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten, sogar teilweise, wenn ich wirklich auf diesen Live-Gen Lust habe, 7 Karten in einem Booster, also absolut top. Gut, top, das war einmal eigentlich für das Intro. So ist es, ja. Schauen wir gleich, was noch so drin ist. Also man kann es wirklich super aufwerten mit dem Booster. Also das muss ich schon dazu sagen. Hier haben wir eine Bestie und eine Insel. Gut, dann haben wir hier die Vakuumschlinge mit einem blauen Mana. Bringt eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Wäre so ein billiger Spruch eben, um diese eine Kreatur rauszubringen, kostet gerade einen Mana, genau. Wo ich, dann habe ich in Summe 4 Mana bezahlt und eine 4/4er fliegende Kreatur, absolut einbaubar. Natürlich mit einmal wird es halt schwierig zu ziehen, aber könnte ich einbauen. Unermüdliche Missionare mit 5 Mana und 2/3er. Wenn er ins Spiel kommt, erhalte ich 3 Lebenspunkte zu. Kennen wir, gibt es viele solche Kreaturen. Der Generatordiener ist im Draft super Thema hier. Brauche ich ihn nicht, ist einfach die falsche Farbe. Dreifachgeister kennen wir schon, haben wir vorher gerade gezogen. Genau. Der Goblin-Raureiter, ein 3/2er mit 3 Mana, ein roter Spell. Was haben wir? Einen blauen, Gletscher-Schmetterer mit 6 Mana, 5/5er, verursacht Trampelschaden, ist für Blau absolut selten. Ja, eigentlich schon. Aber kann nur angreifen, falls mindestens ein Gebirge im Spiel ist. Würde eher im rot-blauen Deck spielbar sein. Sonst müsste ich natürlich hoffen, dass der Gegner ein Gebirge spielt. Also jetzt nicht hier einbaubar. Aus dem Hinterhalt mit 3 Mana verhindert allen Kampfschaden, den nicht grüne Kreaturen diesen Zug zufügen würden. Also es gilt auch für unsere, würde ich auch nicht einbauen. Den Assistent des Nekromagiers mit 3 Mana und 3/1er. Wenn er ins Spiel kommt, lege die obersten 3 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Ja gut, Selfmill brauche ich hier nicht. Elfenmystiker zum Rampen. Immer wieder brauchbare Karte. Wissen wir, wie ist ja auch gereprintet worden. Also könnte ich theoretisch spielen, brauche ich aber, glaube ich, im Deckkonzept meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt. Wobei, wir haben ja Slots frei.
könnte man sogar spielen. Könnte man mit einbauen, einfach nur um schneller die hochpreisigen Kreaturen rauszubringen. Genau, aber dann würde ich ihn mindestens viermal spielen. Also wenn ich ihn einbaue, mindestens viermal. Gedankenzersetzung kennt ja jeder, also Mindrot mit 3 Mana wirft ein Gegner, ein Spieler unserer Wahl 2 Karten ab. Moorgeist mit 3 Mana, fliegende Kreatur 3-1er. Die Mulchmauer, Mulchen kenne ich ja, spiele ich selber in einem Deck, das aufs Grab losgeht, mit 2 Mana ein Verteidiger, ein 0-4er und ich kann ein grünes Mana zahlen, opfere eine Mauer, dann ziehe ich eine Karte. Also ein bisschen Kartenvorteil, Verteidigung, Kartenvorteil, ist aber hier jetzt... Jetzt im Deck eher unrelevant. Genau so ist es. Und wieder ein Stab, ja, mit den Stäben haben sie es zurzeit, ist halt hier das Gegenteil von Rot, genau. Von Blauen das Rote. Und was? Hier haben wir den zweiten Sturmtief Leviathan mit 8 Mana. Ja, brauchen wir nicht dazu erklären, haben wir schon beim Deck genug hätten wir jetzt unseren zweiten schon einfach. Also jetzt könnten wir nicht nur out of the box spielen, sondern wirklich hochwertig hier schon ein Deck kreieren, wo man auch ein bisschen schon eine Synergie beim Kartenziehen erlangen. Genau. Also wie man sieht, also die 2 Booster, was in die Intro-Packs dabei sind, also für alle Anfänger, da sind schon Karten dabei, wo ich mir das Intro-Pack ein bisschen aufwerten könnte. Von denen, um natürlich in der Geschäftsstelle oder irgendwo spieleraummäßig, wie es jetzt bei uns heißt, um Turniere zu Spielraum. Aber jeder akzeptiert schon Spieleraum. Einfach um ein Standardturnier mitzumachen. Also die nur zum Fazit, zum Deck. Also wenn wir das jetzt kurz überfliegen, also das sind keine günstigen Decks, also das sind wirklich schlagkräftige Decks und sind eigentlich für jeden Anfänger, der was Standard spielen will, auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Für, ich glaube, ca. 12 Euro, ja, 12-13 Euro sowas kostet das Intro-Pack, plus 2 Booster, wo ein Booster um die 3 Euro kostet, also preislich ist man absolut im Vorteil. So ist es, man hat absolut viel Karten, man hat spielbares Deck im Endeffekt, man hat eine Synergie drinnen und ich denke gerade für Anfänger super geeignet oder Küchen, die Spieler genauso, man kriegt ein bisschen die Synergie schmackhaft gemacht, die neuen Mechaniken, also das passt meiner Meinung nach, genau. Also das Deck passt und in dem Fall waren jetzt natürlich viele Karten dabei, also die man einbauen kann. Also der Peak in die Booster war es natürlich selten genial von jetzt. Spitze. Also das ist wie wenn wir es selber zusammenbastelt hätten, also es war nicht so, aber wie wenn wir selber die Booster zusammengebaut hätten. Und ja, im Prinzip war es das jetzt mit unserer Vorstellung von dem Intro-Pack, von dem blau-grünen. Und würden uns natürlich über zahlreiche Kommentare freuen, Feedback von denen ja. Und vielleicht, falls Interesse hätte oder vielleicht einen Wunsch hätte, gegen welcher Intro-Pack es antreten sollte, kann er das natürlich in die Kommentare schreiben. Genau, es gibt ja immer 5 meines Wissens noch. Also das ist jetzt ja auch im 15 genau noch so, oder? Genau, es bleibt genau gleich. Ja, Leute, also lasst Kommentare da. Daumen würde uns auch gefallen. Genau. Und schaut wieder rein, würde ich sagen. Genau. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.